Preskovic. Oha, zu Hause. Zu Hause in Texas. Mein kleines Raumleben. Willkommen zurück zu einem Let's Play. Mein Raumleben. Hey du, ich bin Billy. Wie heißt du? Ich heiße auch Billy, aber mein Papa sagt, ich soll nicht mit dir spielen. Oh, warum das denn? Mein Papa sagt, ihr seid ein schlechter Umgang und schlechter Einfluss und Diebe und Bettler und Penner und ihr könnt nicht lesen oder schreiben. Ihr seid dumm und stinkt. Und ihr seid viel zu faul für ehrliche Arbeit. Mein Papa ist tot, aber Mama sagt, die Weißen sind total gemein und haben was gegen uns. Und zwar, weil sie alle Schwarzen als Sklaven gehalten haben und das nicht mehr dürfen. Darum kann ich nicht die gute Toilette auf dem Jahrmarkt benutzen. Und ich darf nicht in den Laden rein, um Kaugummi oder Limo zu kaufen. Und welches Kaugummi magst du? Injun Scouts. Rot oder gelb? Gelb. Ich mag die Roten nicht. Die Roten schmecken wie Kotze. Ja. Was hast du in dem Glas, Billy? Ach, gar nichts. Damit fange ich Kaulquappen. Und was machst du mit den Kaulquappen im Glas? Ich beobachte einfach, wie sie schwimmen. Und ich gebe ihnen Krümel und Möhren vom Hof. Dann werden sie zu Fröschen. Also, ich habe Kaulquappen am Fluss gesehen. Komm mit, ich zeig sie dir. Oh. Okay. Komm schon. Du hast mir auch diesen Ring gezeigt, Mama, sondern für die besondere Person in meinem Leben. Nun, ich habe sie gefunden. Oha, okay. Na dann. Endlich sind wir zu Hause. Komm schon, guck mal, Billy. Da, die Ratte ist in den Wischeimer gefallen und kommt nicht mehr raus. Da. Schauen wir uns mal an. Wahrscheinlich. Ratte sieht schon, Billy, sie ertrinkt. Ist nur eine Ratte, die ist eklig. Frisst unser Essen, verbreitet Bakterien und kackt in unsere Schränke. Sie stirbt. Sie stirbt, Billy. Zu spät. Billy, guck mal! Billy! Komm zurück! Doch nicht zu spät. Geschafft, Billy! Du hast sie gerettet! Kleines Kerlchen. Wie alt ich da wohl war? War das 1920? Ich würde schätzen... 9? Vielleicht 10. Wollte ich gerade sagen. Ich würde sagen 7, 8. Vielleicht 10. Grundschulalter höchstens. Erste Klasse. Erste, zweite Klasse. 7, 8, 9, 10, so ein Dreh. Okay. Erstmal wollen wir noch die Karte, die Starkarte. Das wird wohl nichts. Washington dringt auf Kooperation mit Befreiungstrupps. Los Angeles, 23. September, Dezember 1948. Sind erst wenige Tage seit dem verheerenden Bombenabwurf auf New York vergangen, der die bedingungslose Kapitulation der Vereinigten Staaten von Amerika zur Folge hatte. Invasoren haben inzwischen Washington eingenommen. Nun schicken sie sogenannte Befreiungstrupps quer durch das Land, die eine reibungslose Machtübernahme sicherstellen sollen. Ich fordere alle Amerikaner auf, den Besatzern zu kooperieren, so der Präsident in seiner gestrigen Radioansprache. Bleiben sie friedlich, leisten sie keinen Widerstand. Wir wollen kein weiteres Blut vergießen. Die Atombombe, die New York zerstört hat, war ein Weckruf für uns alle.
Krieg ist vorbei. Alternative Geschichtsschreibung. Willkommen in Wolfenstein. Nazi-Gold. Ah, das ist das. Das Motorrad. Was daran war, Gold. Okay. Bisschen Werkzeug mitnehmen. Gut, hier gibt es wohl nichts mehr. Und da oben vielleicht noch. Eine Laterne. Dein Brief. Franks Brief. Ripp. Okay. Was zum Teufel ist eigentlich los mit dir? Ripp, was zum Teufel ist eigentlich los mit dir? Ich habe dir oft gesagt, dass es Konsequenzen haben würde, wenn du dich nicht um deine Angelegenheiten kümmerst. Deine finanziellen Probleme geraten immer mehr außer Kontrolle. Ich bin schon verdammt lange dein Freund und ich bin öfters für dich da, für dich eingestanden, als ich zählen kann. Ich habe dir jedes Mal geglaubt, wenn du mir versichert hast, dass du dich um deinen Kram kümmern würdest, dass du wieder auf die Beine kämst. Und hast du dich daran gehalten? Zum Teufel nein, Mann. Hast du nicht. Du hast einfach jede verfluchte Gelegenheit in den Wind geschlagen, die ich dir gegeben habe. Und genau aus diesem Grund, Leute, jetzt die Toten locken. Für diese Freundschaft. Leb wohl und sprich nie wieder mit mir, Frank. Frank oder Frank. Okay, die Scheine haben wir. Und hier in der Scheine noch gucken. Geselliges Landleben. Gesellig jetzt nicht, aber. Wunderschönes Landleben hatten sie hier auf der kleinen Farm. Wahrscheinlich auch nicht wunderschön, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir müssen Bahn gehen. Okay, das Landhaus. Schauen wir uns gleich an. Erstmal als Kreuz. Ist bestimmt noch eine Erinnerung zu. Ich habe so eine Vermutung. Na, der Hund natürlich. Dieses Leben steckt voller Elend, Not und Kummer, Billy. Noch bevor du das Ende erreichst, bist du alt. Aber denk dran, mein Junge. Am Ende wird alles gut. Bessie hieß die Hündin und der Hund. Tja, das Landhaus. Ich weiß nicht, ob das gut staufe. Das sind unschöne Erinnerungen hier. Billy? Ja, auch schöne natürlich. Ja? Kann ich dir was verraten? Sicher. Und du sagst es nicht weiter?
Ja, klar. Ich flüster es. Ich finde dich total süß und ich mag dich. Das wäre sehr schön. Und du irgendwo da draußen bist, Billy. Schlägst dich immer noch. Durch die Welt der Lebenden. Das wäre sehr schön, wenn er mich... wenn der Vater das nicht so verboten hätte. Und warum haben wir jetzt wieder ein Lebensanzeichen? Achso, hatten wir das die ganze Zeit, oder? Ich hoffe, wir kommen jetzt hier... wir stoßen jetzt nicht auf Nazis oder so. Die Waffen haben wir gerade nicht parat, also... hoffe ich mal. Mama! Papa! Was soll das Geschrei? Andy und Howie, sie sind mir nachgelaufen. Sie haben mich festgehalten und mein Taschenmesser geklaut. Was zum Teufel ist los mit dir? Wenn du das zulässt, werden sie das immer wieder tun, bis nichts mehr da ist. Ich hab dir das Messer gegeben. Du musst darauf aufpassen, das ist deine Aufgabe. Ich rede mit ihren Eltern. Gar nichts tust du, Sophia. Ach, willst du deine Mama für dich kämpfen lassen, Junge? Jetzt geh und hol dir zurück, was dir gehört. Vorher möchte ich dich in diesem Haus nicht sehen. Was für ein Rahmen, Vater. Was für ein Drecksack. Ist alles demoliert. Ist ja auch schon alles. Ist ja auch schon lange her, seit wir hier waren. Liebster Rip. Ich hoffe, du hältst durch und koordinierst mit unseren neuen Verwaltung. Ich muss sagen, dass die Dinge im Moment sehr gut für uns stehen. Das Regime hat deinem Onkel einen neuen Arbeitsplatz versprochen. Als Hausmeister in der neuen Zentrale der Spezialeinheiten im Stadtzentrum. Er ist unheimlich aufgeregt. Die neue Stelle unterscheidet sich zwar sehr von seinem Posten als Maschinist, den er vor einigen Jahren innehatte, bevor er entlassen wurde, aber sie reicht zum Leben. Und wie geht es Sophia? Ich kann mir vorstellen, dass sie sich aufgrund der neuen Umstände große Sorgen macht. Das Regime macht angeblich Jagd auf Abweichler. Ich finde, wenn sie kooperiert, wird alles gut. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass wir dich diesen Sommer wieder besuchen können. Liebe Tante Wilma. Brief aus der Vergangenheit. Lucy Zell. Eine Starkkarte. Noch ein Brief. Maschinenkommandant Wexlers Brief. Datum 2. Mai 1949. Herr Rip Blaskowitsch. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, mit uns zusammenzuarbeiten. Ich wusste es, der Drecksack. Je mehr Informationen Sie uns über Abweichler, deren Aufenthalt, Ort und ähnliches geben können, desto höher die Belohnung für Ihre Loyalität. Möglicherweise wartet sogar ein neues Haus auf Sie. Schon bald werden zahlreiche Häuser leer stehen, in die all jene einziehen können, die sich uns gegenüber loyal erwiesen haben. Ich werde mich um diesen Frank und diesen Archibald kümmern, die ihnen Probleme bereitet haben. Ich freue mich darauf, bald wieder von Ihnen zu hören, Herr Blaskowitsch, mein Kanzler. Maschinenkommandant Erik Wexler. Unser Drecksack von Vater hat mit dem Nazis kooperiert. Also Blaskowitschs Vater. Williams Vater. Ist Dankwart Hector Silber.
Ausschnitt aus einem alten Zeitungsartikel. Punkt um Punkt. Je größer der Mob, desto schwerer die Aufgabe. In kleineren Bezügen, wenn es um überschaubare Wählerschaft geht, tut sich hin und wieder ein erster Zwiermann hervor, den Mob dank seiner starken Persönlichkeit mitreißt. Doch wenn es um das gesamte Land geht, der Kampf auch aus zweiter und dritter Hand geführt wird, sodass die Macht der Persönlichkeit nicht so zum Tragen kommt, schlägt die Stunde des doppelzüngigsten und niveaulosesten Kandidaten, der am einfachsten von der Tatsache ablenken kann, dass er nichts im Kopf hat. Immer wieder werden solche Männer zum Präsidenten gewählt. Je vollkommener die Demokratie wird, desto mehr spiegelt das Amt die innere Seele der Menschen wider. Wir entwickeln ein pathetisches Ideal. Eines glorreichen Tages wird das einfache Volk vom Land seinen Willen durchsetzen und das Weiße Haus einem von den Idioten überlassen. Donald Trump. Einem von den Idioten überlassen. Jetzt die Treppe hoch. Erstmal schauen wir hier. Treppe runter. Oha. Dafür schauen wir doch lieber die Treppe hoch. Dafür haben wir die Möglichkeit, alles zu sehen. Wenn ich irgendwo überrascht und ein weiterer Teil der Geschichte gezogen. Ja. 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 Hey! Ja. Sohn, ich hab versucht, vernünftig mit dir zu reden. Ich hab bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag versucht, es dir einzubläuen. Aber nichts funktioniert. Jede Nacht wächst du mich mit diesem Lärm auf. Egal, wie oft ich es dir sage, im Keller gibt es keine Monster. Tut mir leid. Nachts sehe ich sie. Es sei ein kleines Kind vor dir. Um Mama zu töten. Gut. Dann machen wir Folgendes. Nimm die hier. Wow. Wir beide gehen jetzt runter in den Keller. Und wenn Monster auftauchen, erschießen wir sie. Direkt zwischen die Augen. Manchmal ist es am besten, sich Problemen direkt zu stellen. Verstehst du das? Ja, Papa. Sophia, bist du dabei? Siehst du sie? Nein, Papa. Die Monster sind weg. Ja, ich glaube, wenn du nichts Schlimmes tust, kommen auch keine Monster, mein Sohn. Haben sie wohl ein für alle Mal verscheucht, was? Dann müssten ja zu dir jede Menge Monster kommen. Kann ich die Waffe behalten? Na, eine Starcraft, die liegen sehr viele Starcraft rum. Larry Johnson. Und noch eine. Martin. Das war hier wohl mal sein Zimmer. Darfst du mal Level verlassen? Nein, 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 nein. Bevor wir das machen, bevor wir das Level verlassen, gucken wir uns hier unten im Keller nochmal um. Da sind Schlüsselmoments, die wir noch verpassen könnten. Selbst verrottend im Grab wäre ich ein besserer Vater als du. Das ist mal sicher. Sebastian Glühn. Ja, aber die Szene mit dem Hund, wo wir den erschießen mussten.
ist noch was zu lesen. Notiz des Jungen über die. Das Papier ist blutbefleckt und zerknüllt. Schwöre, ich werde ein guter Junge sein. Ich schwöre, ich werde mein Vater gehöre ich nicht. Schwöre, ich werde mein Zimmer aufräumen. Schwöre, ich werde das Geschirr abspülen. Ich schwöre, ich werde mich wie ein Mann verhalten. Ich schwöre, ich werde mein Volk nicht entehren. Text wurde von einem Erwachsenen geschrieben. Billy Beskowitsch, der Name wurde von einem Kind geschrieben. Aha, Vater hat vorgeschrieben und diktiert und Kind wurde gezwungen, das zu unterzeichnen. Die Eltern. Mein Vater ist nicht viel Gold. Von dem kann das Gold nicht sein, der ist. Und ihm ist nichts Goldiges. Verbesserungskits. Hurra. Dann verbessern wir mal das hier. Spezialist. Aber weil wir unser Sturmgewehr komplett aufgerüstet haben. Gut, hier nicht noch eine Erinnerung. Ist besser so. Dann gehen wir mal nach oben. Und fahren mal wieder ein ruhigeres Level nach der ganzen Schießerei im letzten. Der Ring. Genau, den brauchen wir. Alles verfallen hier. Oha. Denn nichts nur zum Vater. 10 Jahre war ich nicht mehr hier. Hab eine 800 Hektar Ranch am Forneysee. Hab im Radio gehört, dass du in der Nähe von Roswell gesehen wurdest. Ich dachte mir schon, du würdest herkommen. Ja, was soll ich da? Nichts hier drin als schlimme Erinnerung. Warum bist du dann hier? Willst du dich verstecken? Brauchst du Geld? Tja, da bist du auf dem Holzweg, mein Sohn. Als Maul, also. Zum Betteln ist es zu spät. Nichts kann wieder gut machen, was du uns angetan hast. Wenn ich an meinen Vater denke, denke ich nur an Gefluche und Frost im Gesicht. Wann benimmst du dich mal? Du bist aufsässig, undankbar, dämlich. Wofür soll er auch dankbar sein? Mundwerk. Ich hab gesehen, wo es für dich hinging. Ich war selbst mal in dem Loch und hab alles getan, um dich verdammt nochmal da rauszuholen. Was willst du denn noch? Ich wollte behandelt werden, als hätte ich dir. Was bedeutet nicht wie Hundescheiße an deinem Schuh? Ich hab mir den Arsch aufgerissen. Halt's Maul. Aber du warst nicht zu retten. Bist du jetzt so ein Superkiller-Terrorbombenleger? Du bist auf der falschen Seite. All die Jahre. Habe ich versucht, was zu bewegen. Aber alle waren gegen mich. Das will ich von dir bedauern. Und als der Kanzler kam, hat sich vieles verbessert. Wenn man da mitspielt, kann man ein gutes Leben haben. Frag doch mal rum. Blazkowicz ist ein Name, den man kennt und respektiert. Alles, was du anfasst, wird zu Scheiße. Ich brauch deinen Gestank hier nicht. Ein gesuchter Mörder. Ein Nazi. Bist zur Army gelaufen, als du alt genug warst? Hast deiner Mutter das Herz gebrochen? Das hast du ganz allein Wo geschafft. Ist sie? Sie ist weg. Seit wann, was ist passiert? Tja, es gab einen großen, gottverdammten Krieg.
Und jetzt haben wir eine neue Regierung mit neuen Regeln. Sie haben sie geholt. Sie ist weg. Und was trägst du da für komische Sachen? Was bedeutet geholt? Sie haben alle geholt, die nicht hierher passen. Und das ist richtig. Diese Welt gehört jetzt uns. Wir müssen dafür sorgen, dass sie christlich bleibt. Christlich? Du hast sie verraten. Und? Sorry, ich muss mich gerade mal übergeben. Eine Frau, die immer nur meckert und einen Jungen zu einem Mörder erzogen hat. Aber ich hab es schon immer gewusst. Du bist einfach ein großer Haufen Scheiße. Ebenso. Das gebe ich gern zurück. Auf die Knie. Am Arsch. Vater, ich bin dein Sohn. Auf deine verdammten Knie. Früher hatte ich Angst vor dir. Ich hätte mir in die Hose gemacht mit einem Gewehrlauf im Gesicht. Weißt du, was ich jetzt fühle? Einen gottverdammten Scheiß. Wer war da dran? Wir haben alles gehört. Wer zur Hölle war da dran? Ich muss die Greifer zerstören. Aber wie? Wir haben keine Munition. Wir haben so gut wie keine Munition, doch hier haben wir nichts zum Aufladen. Zum Lesen halten jetzt nicht irgendwie. Na gut. Sophias Tagebuch, 2. August 1907. Heute habe ich den hübschesten jungen Mann getroffen, den ich je gesehen habe. Es war auf der Versammlung der polnisch-amerikanischen Gesellschaft hier in Dallas. Mutter sagt, sein Name war Serip und sein Vater wäre 1889 von Polen nach Amerika ausgewandert. Sie sagt, seine Familie sei mittellos und hatte keinen guten Ruf. Er erzählte mir einen Witz über einen Affen und brachte mich zum Lachen. Obwohl ich ihn auch zum Lachen bringen, ob ich ihn auch zum Lachen bringen könnte. Ich kenne viele Witze, aber vielleicht hat er mich dann auch hätte er mich für umgebracht. Jedenfalls habe ich ihn am Sonntag bei Onkel Anatol wieder gesehen. Bis dahin werde ich kaum ein Auge zu bekommen. Seitenränder, die sind voller verschnörkelter abstrakter Zeichnungen. Die Zeitung. Was sollen wir hier machen ohne Munition, ohne nix? In einem fliegenden Haus. Das war eine gute Idee. Ein fliegenden Haus. Das kabellos zu trennen. Passieren. Dann bloß leider keine Heilung mehr. Keine Munition mehr. Eigentlich. Was nun? Ah, Munition. Und das kann ich gebrauchen. Springen können wir nicht.
sollen wir hier eigentlich tun?